Die Menschen werden nur mehr von Gefühlen statt von Vernunft geleitet. Natürlich schrecken einen die Bilder von Krieg und Zerstörung. Kein vernünftiger Mensch rechtfertigt Gewalt. Aber aus der Emotion heraus Rache zu üben und dabei sich selbst zu schädigen, ist nur fahrlässig und dumm. All diese Debatten um den Konflikt in der Ukraine erinnern mich an das Jahr 2015. Damals standen auch alle an den Bahnhöfen, von Gefühlen geleitet und warfen Teddybären. Wenige Monate später wendete sich das Blatt. Die Vernunft kehrte ein und die anfänglich Emotionalisierten erkannten den Wahnsinn ihrer Tat. Heute verzieren Millionen von Menschen statt mit "Wir schaffen das" Sprüchen ihre Social-Media-Accounts mit der Ukraine-Flagge. Heute vernebelt uns die Wut angesichts des Krieges den realen Blick auf die Ursachen desselben. Aus der verständlichen Emotion angesichts eines Krieges heraus verurteilen wir Russland, sanktionieren auf Teufel komm raus, vergessen unsere Neutralität. Aber der nachhaltige Schaden dieser gefühlsgesteuerten Maßnahmen wird auf lange Sicht dramatisch. Spätestens dann, wenn es aus der gegenseitigen Spirale der Provokation keinen Ausweg, kein Zurück mehr gibt. Der einfache Bürger badet es am Ende wieder aus. All das, weil neben der Hoffnung auf Friede die Vernunft begraben wurde.